Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Wir haben in der letzten Folge den Hohen Alten besiegt und wir machen uns als allererstes jetzt erstmal auf den Weg hier drüben zu den Opfersteinen, damit wir die Trophäe da dranhängen können und mal schauen, was dann passiert. Ich denke doch, der gute Hugin wird wieder da sein. Wird uns sagen, wie geil wir doch waren im Kampf. Ganz schönes Unwetter hier gerade. Aber ich muss sagen, es regnet auch verdammt oft. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe einfach ins Leere geschossen. Ach, dort. Jetzt aber. Eigentlich schade um den Feuerpfeil, aber okay. Dafür gab es zwei Hirschfell. Auch nicht schlecht. So. Das war der Uralte und wir können den Gegenstand anbringen. Schnelleres Holz hacken, ja sehr geil. Kraft aktivieren. Ist jetzt die Frage, wir können anscheinend immer nur eine, ne? Ah, alles klar, also wir müssen jedes Mal wieder hierher. Na, zum Glück haben wir unsere Base in der Nähe von den Opfersteinen hier gebaut und müssen dann immer hin und her switchen. Aber schnelleres Holzhacken ist natürlich sehr, sehr interessant. Cool, wir probieren das mal. Achso, wir müssten natürlich auch vorher die Fähigkeit aktivieren und die braucht noch ein paar Minuten. Entschuldigung, das war mein Fehler. Wir sind im Grasland und hier ist ein Schamane. Was soll das? Wir haben ihn gar nicht getroffen, jetzt. Okay, gab es vorher auch noch nicht, aber wir haben ja eh schon immer so ein paar kleine Veränderungen festgestellt nach den Endbossen. Und jetzt kommt ein Berserker. Ach, ich wusste es. Wir haben das Spiel damit wirklich schwieriger gemacht, dadurch, dass wir den Uralten besiegt haben. Uiuiui, der fetzt aber ganz schön rein. Wir brauchen unbedingt Ausdauer. So viele Schläge halten wir nicht mehr gegen ihn aus und auch das Blocken braucht natürlich Ausdauer. Au, 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 nicht sterben jetzt. Okay, wir haben ihn. Ach, noch ein Grauzwerg. Den habe ich gar nicht gesehen. Wir haben einfach keine Ausdauer. Oh, das war auch ein witziger Move. Ja, es wird alles schwieriger. Na gut, wir machen erstmal wieder nach Hause. Ich würde eventuell auch gleich mal eine Nacht schlafen, weil ganz ehrlich, hier jedes Mal nachts im Regen und Gewitter, gerade wenn jetzt noch Schamanen und Berserker auch im Grasland rumhüpfen, muss nicht unbedingt sein, vor allem nicht mit 30 Leben. Also nochmal schnell aufs Ohr gehauen. Ich habe nochmal nachgelesen, zwecks dem Wildschwein, also eigentlich müssen wir nichts weitermachen. Immer nur genügend Essen reinwerfen und irgendwann sehen wir mal pinke Herzchen. Und dann wissen wir, dass da Love Time ist. Aber ihr seid irgendwie noch ganz schön weit auseinander. Uiuiui, das Gewitter fetzt gerade echt ordentlich rein. Ach, schon wieder hungrig. Und du auch. Komm, alle mal gestreichelt. Jetzt kriegt ihr hier beide noch einen Pilz. Sowas nicht gedacht. Entschuldigung. Hier, einmal Pilz. Nochmal Pilz. Könnt ihr beide futtern. Oh, jetzt gibt's Herzchen, aber es sind keine pinken. Ich hoffe mal nicht, dass wir da in der Nähe dazu stehen müssen. Wo ist es sich ja eigentlich gerade näher kommen? Na? So ein schöner Quickie beim Gewitter. Das muss doch... muss doch geil sein. Oh, jetzt werden sie pink. Muss ich euch dabei streicheln, ihr Ferkel? Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Vielleicht, nee, es wird auch so pink, wenn wir einfach nur streicheln. Naja, ihr werdet euch schon irgendwann lieb haben. Wir haben es ja glücklicherweise nicht eilig. Das Problem wollte ich eigentlich auch mal beheben, weil das Feuer hier brennt irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hatte hier zugebaut, damit es nicht reinregnet. Wir können halt nicht schlafen ohne Feuer. Ihr seht ja, es ist genug drin, aber sobald es regnet, sogar teilweise ohne Regen, geht das da drinnen gar nicht mehr an. Darum hatte ich eigentlich mal das gebaut.
Das brennt zumindest ab und zu, wenn es Lust hat, aber jetzt gerade auch nicht. Alles ein bisschen doof mit der Schlaferei. Ich weiß aber nicht, was wir hier noch machen sollen, weil im Trocknen steht es ja an sich. Ist ein bisschen ärgerlich. Naja, was soll's. Wir können auf jeden Fall jetzt mal schauen, dass wir uns einen Flug bauen. Wir brauchen dafür 5 Kernholz und 5 Bronze. Und wir können mal kurz Kisten sortieren. Vielleicht lasse ich erstmal drin. So, Stein haben wir hier noch. Wir müssen es unbedingt heller kriegen. Man kann die Schilder kaum lesen. Und wir hatten ja auch so ein Wandleuchter-Ding. Wo war es denn hier? Ja, da brauchen wir halt Kupfer für. Das Kupfer ist mir aktuell eigentlich noch ein bisschen zu wertvoll, um das für Licht zu verschwenden. So, Leder. Und hier oben haben wir Fell. Zack, das rein. Nee, das war falsch. Hier unten Leder. Ach, ist das schön. Endlich haben wir sortierte Kisten. Das ist echt viel wert. Macht das Leben doch etwas einfacher. Nee, wo haben wir denn die Krautzwergenaugen? Ich glaube hier bei Sonstiges. Und Harz hat man auch eine Kiste. Hier. Wir könnten aber auch einfach mal die Fackeln hier wieder auffüllen. Dann wird es auch gleich etwas heller. War immer noch nicht schön, aber auf jeden Fall schon mal eine Nummer besser. So, da haben wir Harz, dann... Ach, wir haben alles genau verbraucht. Perfekt. Den Schlüssel, ja, den würde ich jetzt erstmal kurz bei Sonstiges mit reinwerfen. Dann behalten wir das hier als Essen. Wir haben hier unten noch das gute Fleisch. Und wir haben eigentlich auch Kernholz gehabt. Hier ist Kernholz. Hier Metall. Also Kupfer, und wir brauchen natürlich auch Zinn, und wir tragen wieder viel zu viel. Das ist doch wunderbar. Immer noch. Das ist halt auch echt hundeschwer, ne? 144 Kilo. Sollte nicht immer so viel davon einstecken. Naja, was soll's. So, wir können jetzt auf jeden Fall 5-mal Bronze herstellen. Das machen wir auch direkt. Und dann können wir den Flug herstellen. Hey, wir haben es geschafft. Dadurch können wir kultivieren Gras und Karotte, Buchenschößling und Tannenschößling. Sehr gut. Ein weiteres Werkzeug, für das wir überhaupt keinen Platz haben. Aber naja, das brauchen wir ja wirklich nicht dauerhaft. Wir probieren es mal aus. Hä? Ach Mist, ich wollte es doch wegpacken. So rum. Und wir können auch schnell das Kernholz noch beiseite tun. So, ist jetzt hier mal jemand schwanger? Oh, jetzt, das sieht gut aus. Und direkt wieder weg. Will nicht mehr kuscheln danach. So, wir können jetzt hiermit. Wir können kultivieren. Wir können vor allem Gras, finde ich cool. Kostet das was? Nö, kostet nichts. Und wir können ja wieder Gras mal. Ey, geil, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Guck mal, da kriegt ihr hier ein bisschen Gras drin. Ist doch auch schön für euch, oder? Machen wir hier drüben so ein bisschen Graslandschaft. Und die andere Seite. Ach, schön. Das wusste ich nicht, dass es geht. Pflanze Karottensamen. Und hier können wir die Buchensamen und so weiter dann pflanzen. Hätten wir noch gar nicht gekonnt. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss es bald mal wieder machen. Aber anscheinend war das gar nicht nötig. Ich würde eventuell andenken, dann hier so daneben ein kleines Feld zu errichten, weil ich würde die Basis eigentlich ganz gerne weiter in die Richtung erweitern, halt Richtung Wasser. Ich weiß, das ist ewig weit weg. Aber irgendwann werden wir uns am Wasser noch eine zweite Basis bauen und eventuell in Folge 1 Trillion schaffen wir es mal, das Ganze zu verbinden, dass wir hier wirklich vielleicht eine riesen Dorf haben. Das wäre natürlich mega geil. Deswegen, wir können das ja hier sicherlich auch wieder rückgängig machen. Ich würde es einfach mal kurz probieren wollen. Zack. Und jetzt können wir da was reinpflanzen. Alles klar. Wird einfach nur etwas dunkler, die Erde. Aber die Felder hätte ich halt doch ganz gerne ein bisschen auf einem Niveau. Deshalb müssten wir hier eigentlich noch anheben.
Aber wir können ja eigentlich probehalber einfach mal ein paar Karottensamen reinwerfen. Ich meine, wenn die fertig sind, kommen sie eh wieder raus. Und verschönern können wir das ja alles später noch. Karottensamen. Dann haben wir zumindest schon mal die ersten. Vielleicht wollen die beiden hier auch einfach nur ab und zu mal eine Möhre, damit sie sich die Möhre gegenseitig reinstecken. Kann ja alles sein. So, Karotte. Zack, zack. Ja, dann hauen wir die hier auch schon mal hin. Ist ja nur provisorisch. Aber zumindest können wir sagen, wir haben endlich angefangen anzubauen. Fehlende Voraussetzung. Okay, ist alles drin. Ist gesund. Ich hoffe nicht, dass hier eventuell noch Insekten oder so ein Mist kommen können. Oder dass wir gießen müssen oder sowas, weiß ich nicht. So, die Bienen sind glücklich, die Bienen sind glücklich. Hier wurde mir das letzte Mal gesagt, die brauchen mehr freie Fläche. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt einfach zu nah aneinander gebaut habe, weil bei dem ist es auch wieder okay. Probieren wir später mal noch aus, dass wir das vielleicht nochmal wegbauen und ein Stück weiter auseinander. Jo. Was können wir uns jetzt am besten mal noch vornehmen? Eigentlich könnten wir schauen, dass wir vielleicht doch nochmal hier ein bisschen den Boden anheben und das Ganze erweitern, dass das Feld größer wird. Müssen mal schauen, wir werden ja im Dunkelwald dann sicherlich... Ach, ich kann hier nicht bauen. Verdammt. Muss hier stehen. Ja, dann brauchen wir definitiv gleich noch eine, aber jetzt müssten wir ja wieder... Wo ist er denn? Hier. Reicht das? Aber wir brauchen halt verdammt viel Stein. Dass wir hier den Boden noch ein bisschen anheben, dass wir zumindest ein paar Meter weiter hier hinterkommen. Dass wir hier noch so eine schöne Fläche kriegen und dann können wir hier wieder zumachen. Das wäre jetzt erstmal der Plan. Dazu müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Stein einsammeln. Ist ja jetzt mal jemand schwanger. Oh, ein kleines Baby. Schaut mal. Wir haben es geschafft. Hey, sehr gut. Bist du auch schon hungrig? Kleines Ferkel. Ist noch bei der Mutti, ne? Cool, wir haben es geschafft. Ich freue mich sehr. Wir brauchen Stein. Du trägst zu viel. Ach, das ist ein leidiges Thema. 307 reicht immer noch nicht. Dann wirf mal das Holz noch weg. Ja, ich habe es in die falsche Kiste gepackt. Ich weiß. Werde ich bald wieder beheben. So, wir brauchen die Spitze. Ne, wir brauchen die hier. Boden erhöhen. Dort. Zack. Zack. Man soll wohl, wenn man halt genau hier auf die Kante zielt, ziemlich genau dieselbe Höhe hinkriegen. Es sieht, naja, fast gut aus, sagen wir es mal so. Aber vielleicht reicht es ja auch, wenn wir hier einfach stehen und hier ein bisschen erhöhen. Man könnte das zwar natürlich auch alles perfekt gerade machen, das geht schon, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dagegen entschieden. Einerseits finde ich es nicht schlimm, weil wir leben hier nun mal so ein bisschen im Mittelalter und da muss auch nicht alles perfekt begradigt sein und ich finde, es sieht auch schöner aus, wenn man hier halt mal so ein paar Hügel und so drin hat. Ist doch vollkommen okay. Es soll ja keine extrem hochzivilisierte Gesellschaft werden hier. Wenn wir das ungefähr so haben, bin ich schon relativ happy damit. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich würde es hier nochmal auf die Höhe würde ich es gern bringen. Wir haben jetzt alles Stein schon verbraucht. Ach du Scheiße. Das kann ja ein Spaß werden. Wow, das braucht echt viel Stein. Vor allem dauert Stein extrem lange zum Abbauen. Plus, wir können halt gar nicht mal so viel davon tragen. Da muss ich, glaube ich, nochmal außerhalb vom Let's Play mal noch ein paar Stunden Stein sammeln gehen. Eigentlich hätte ich es halt gerne auf die Höhe.
Ich glaube, so die Art und Weise, wie ich es gerade mache, ist auch sehr, sehr ressourcenverschwendend. Zumindest gibt es da auch eine ganze Menge Tipps und Tricks, wie das besser werden könnte. Oder wie man das etwas ressourcenschonender macht. Aber so ist okay. Sieht jetzt natürlich hier so ziemlich hingeschissen aus. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber naja. So, dann werden wir jetzt einmal hier den Zaun wieder erweitern. Jetzt habe ich natürlich das Holz weggeworfen. Zack. Zack. Jetzt schwebt er in der Luft, ist nicht so geil. Also lieber so. Wir werden das halt dann sporadisch immer mal wieder ein Stück erweitern. Immer den Zaun hier unten so ein bisschen lang gehen lassen. Vielleicht so. Ist jetzt nicht das Hübscheste, aber erstmal die schnellste Variante. Ich weiß, es ist gerade ein bisschen monoton. Aber ich möchte euch natürlich auch zeigen, wie man hier am besten, oder nicht wie man am besten sowas macht, um Gottes Willen. Das wollte ich nicht sagen, sondern ich kann ja auch nicht alles außerhalb vom Let's Play machen. Und so ab und zu mal so ein paar kleine Arbeiten gehören halt auch dazu. So, wir lassen hier gleich mal offen, dass wir hier noch einen Ausgang in die Richtung haben. Wird trotzdem natürlich alles ganz schön uneben hier. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich damit so happy bin. Kann ich die jetzt wieder rausrupfen? Nee, ne? Natürlich nicht. Wenn ich mich jetzt hier drauf stelle und erhöhen drücke. Ui. Wird das jetzt besser? Eigentlich schon, ne? Aber so wirklich perfekt ist es auch nicht. Oh, oh nein. Nein. Benötigt umgegrabene Erde. Schnell. Grab um. Warum ist das nicht möglich? Grab um. Haben die jetzt überlebt? Ja, sieht wieder gut aus. Oh je. So, dann graben wir hier mal um. Ja, ist halt noch nicht wirklich schön, ne? Ich geb's zu. Sagt nix. Aber ich finde das halt mit dem Bodenebenen halt auch echt schwierig gemacht teilweise. Aber egal, wir machen uns hier hinten die Anbaufläche. So wollte ich es haben, dass wir zumindest erstmal hier ein Stück weit eine Ecke dafür frei haben. Und somit können wir dann hier in Ruhe anbauen. Vielleicht machen wir uns da nochmal einen Zaun drumherum und das alles ein bisschen gerader. Da finden wir schon noch eine Lösung. So, gut, wir haben das. Mehr Samen haben wir aktuell sowieso nicht, zumindest nicht an Karotten. Was ist denn mit der einen hier? Benötigt mehr Platz zum Wachsen. Kann ich dich denn wieder rausholen? Mit dem Bauhammer vielleicht? Nein! Welt gespeichert, wir haben zwei rausgetreten und haben keine Samen dafür gekriegt. Oh, hier liegt was. Da zumindest gerade... Ne, wir haben gerade zwei Samen verschenkt. Ja, spitze. Okay, also ein bisschen weiter auseinanderbauen. Weiß ich dann zumindest für die Zukunft. Dann lasst uns mal noch schnell hier ein paar Pilze reinwerfen. Zwei kleine Ferkel sogar. Hey, ihr wart ja fleißig. Und dann mal schauen, ob ich das vielleicht doch mal schöner mache. Mal gucken. Hauptsache, wir können erstmal anbauen. Das ist mir das Wichtigste. Und ich hab's wieder aufgeräumt. In derselben Folge noch. Seid stolz. Oder halt auch nicht. So, ihr kriegt hier alle noch ein paar Pilze. Einmal du. Nein, das war so nicht geplant. Ach, komm doch. Wirf ordentlich. Jetzt aber.
Ganz schön verfressen die Viecher, aber okay. Wenn sie ordentlich Nachkommen produzieren, bin ich damit d'accord. Ja, dann haben wir es doch geschafft. Wir haben ein bisschen Grundstück erweitert. Wir haben die ersten Karottensamen angebaut. Wir haben zwei kleine Ferkel. Ist doch ganz schön. Es geht auf jeden Fall voran. Und ob wir das dann später nochmal schöner machen oder nicht, das werde ich mir noch überlegen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin, macht's gut.